Die Angehörigen der Schweizer Armee, die hatten ein riesiges Glück gehabt. Es hätte durchaus böse enden können. Sechs Personen sind verletzt, aber nicht schwer. Zwei Personen sind leicht verletzt. Wir haben bereits Kontakt gehabt mit der Militärpolizei, mit der Militärjustiz. In dem Fall ist es so, dass die Kantonspolizei den Unfall aufnimmt. Klärung, Beurteilung von der Unfallursache liegt aber in der Zuständigkeit von der Militärjustiz.